kurz diesen Gang hier weiter zu Ende. Also das Ding hier so, ne? Wisst schon, was ich meine? Ich sehe schon im Wald in die Richtung. Der Wald ist ja auch echt dicht. Den müssen wir auch mal wieder ein bisschen lichten. Da tummeln sich Mobs ohne Ende. Und ich sehe in der Richtung zwei Mobs. Und oh, mir fällt gerade ein, ich wollte noch Terraforming ein bisschen machen. Also ich wollte mir noch ein bisschen Erde holen für die Aufnahme. Muss ich auch noch machen. Mann. So. Jetzt hier hin und hier hin. So, exakt. Hier machen wir das nämlich so. Kann man hier denn eigentlich noch so einen machen? Ja, kann man. Passt noch durch. Gut. So. Gut. Dann brauchen wir jetzt die Erde zum Hochklettern. Na, noch ein Erdblock wäre schön. So. Ach, das geht ja gar nicht wegen der Fackel. So. Zack, zack. Oh, ja. Und hier und zack. Und schon haben wir es uns ein bisschen verschönert. Finde ich jedenfalls. So. Dann hau die Treppe weg hier und dann gehen wir mal schnell runter. Bevor wir uns gleich aufs Dach steigen. Was meint er denn damit? So, hier hin und hier hin und hier hin. Ja, sieht schon recht hübsch aus. Wow. Baden. Schwimmen. Swimmingpool. So, sieht eigentlich hübsch aus. Na, ich find's eigentlich hübsch so. Für sowas wie einen Vorgarten. Wie nennt man das? Ja, doch, Vorgarten einfach nur, oder? Ich weiß nicht. Für sowas wie einen Eingang, wo man irgendwo reingeht, ist es ja in Ordnung. So. Jetzt muss das weg. Das müssen wir behalten. Und das hier muss eine Menge rauf. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal hoch. In unseren kleinen Gang. Ah, Manu, jetzt geh ich hier hoch. Ich komme mit der Steuerung mit dem Kreislauf und das braucht nicht klar. So, und schon sind wir oben. Frischluft. Ich bin gestorben da drin. Oh, da ist irgend so ein... Was ist das für ein komischer Berg da hinten? Wir können ja immer hinlaufen. Wir haben ja... Ah, gibt noch ein bisschen Zeit. Bis zur Nacht. Ui, war ein bisschen was anders. So, also auf jeden Fall hier oben werden wir auf jeden Fall auch noch ausbauen. Hier kommen noch ein paar Räume hin, das weiß ich jetzt schon. Das ist absolut Pflicht, dass hier ein paar Räume hinkommen, finde ich. So. Dann würde ich sagen, los geht's mit dem Abbauen hier. Boah, ist das ein Baum, ey. Den würde ich gerne mal fällen, Timbermod, ey. Ich sag nichts mehr. Ich bin schon still, also... Boah, schau dir das an. Da fehlt was, da fehlt was. Ah, Endermen sind schreckliche Wesen. Oh. Die Musik erinnert mich gerade an Jahrmarkt. Jahrmarkt. Ich mag den Jahrmarkt eigentlich. Wenn man so hingeht, so... Ja, kommt drauf an, es heißt ja Jahrmarkt oder es heißt auch Schützenfest oder ist es das. Oder ist das nicht das gleiche oder ist es was Verschiedenes? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade absolut unsicher. Ein einsamer Baum. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher, ob das denn jetzt. Also ob das so ist oder ob das jetzt so falsch verstanden wird. Ich weiß es gerade nicht. Ach ja, nur mal so für alle, die sich fragen. Ich habe gesagt, dass Herr Sommerpack, also das Special Christmas, Christmas Carol Pack, verwenden wir bis Weihnachten vorbei ist. Zumindest ich mit dem Aufnehmen. Das heißt, es kann auch sein, dass nach Weihnachten noch ein paar Folgen damit sind. Ja, das werden wir auch weitermachen. Ich habe das jetzt nur genommen, weil sich einige gewünscht haben, dass ich die Höhenerkundung mit dem normalen Pack mache. Und, ja, ich will den Wünschen mal nachkommen. Ich will ja nicht so sein, ne? Und von daher... Aber das ändert sich auf jeden Fall noch. Wir werden auf jeden Fall wieder ein bisschen anfangen, mit dem Christmas Carol Pack zu zocken und dann... Ich denke mal so, nach Weihnachten, wenn ich dann eine Aufnahme mache, wird die wieder normal sein. So. Was hält ihr eigentlich von Mojang? Also was meint ihr eigentlich über die Zukunft von Mojang, Mojang, Mozeng, Modeng, was auch immer? Wie geht... Autsch. Wie seht ihr eigentlich die Zukunft? Meint ihr, dass sie jetzt so eine Kleinfirma bleiben und ein bisschen, ja, so ein bisschen... Alles ist gut, so Minecraft rausbringen und dann war es das auch so? Oder meint ihr vielleicht eher, dass sie...
dass Mojang auf jeden Fall groß wird und expandieren wird, so vor allem so wachsen wird wie, was weiß ich, so andere Hersteller, was weiß ich, Microsoft, Sony, Nintendo, Sega, all die Sachen da. Oder EA ist, glaube ich, auch sowas, Electronics, keine Ahnung. Meint ihr, dass sie so anwachsen werden oder meint ihr wirklich, dass Minecraft einfach Minecraft bleibt und von halt den paar Leuten da gemacht wird und das auch bleibt und nicht groß expandiert? Also jetzt kein Spiel wird, was man sich dann irgendwo locker mal eben so im Laden kaufen kann mit einer CD. Beziehungsweise, was findet ihr eigentlich schöner, wenn man Minecraft im Laden kaufen kann oder wenn es jetzt einfach so bleibt, wie es ist? Oder stört es euch denn, wenn es so ist? Oder schreibt ruhig mal ein paar Sachen runter, was ihr so meint. Wäre eigentlich mal ganz interessant zu wissen, wie ihr, also im Endeffekt ja die Verbraucher von Mojang, ihr spielt ja deren Spiele, wie ihr denn so über deren Zukunft denkt. Meint ihr das nicht lecken? Meint ihr denn, dass die eine gute Zukunft haben? Meint ihr halt, dass es ne, halt ein bisschen schwierig sein könnte oder werden könnte? Oder wie seht ihr das einfach? Seht ihr es kritisch? Seht ihr es gut? Seht ihr es locker? Könnt ihr mir ruhig mal sagen. Ich wäre dafür sehr, sehr dankbar. Mich würde es auch mal interessieren, wie die Mehrheit so über Mojang denkt. Da ist gerade ein Mob erschienen. Passt gerade ein bisschen zur Musik, oder? Das Erde abbauen hier so. Nächste Schaufel schon flöten. Wie Ratten in der Falle. Oh, zwei Schäufelchen haben wir noch. Ich glaube, die hauen wir auch weg. So. Wie sieht's technisch aus? Ah, wird schon dunkel. Schlecht. Ah, der Mond geht auf. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich würde mal gerne. Hier geht's runter. Hä? Da. Guck ich schon so und hä? Oh, da ist noch wieder Erde hin. Zack, zack und runter. So. Lalilu, der kleine Mann im Mond. Na. Schaut euch zu. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass der am Ende rülpst? Das fällt mir gerade so auf, wenn ich dem mal ganz spontan zuhöre. So, hä? Gut. Kriegen wir denn jetzt ein paar... Ja, oh nein. Creeper bleiben länger. Die verbrennen mich. Ich hab keinen Bock auf euch. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Ganz spontan. So. Warum verbrennt der Zombie nicht? Weil er unterm Baum steht. Warum steht der Zombie unterm Baum? Der Zombie soll nicht unterm Baum stehen. Das finde ich nicht schön, wenn der Zombie unterm Baum steht. Dann kann der Zombie nicht verbrennen, was mir nicht gefällt, weil der Zombie verbrennen soll, weil der Zombie sterben soll. Das sind drei Creeper auf einmal. Hilfe. So. Ach ja, da wollten wir nach oben. Ich will da ja noch ein bisschen mehr holen. Oh, da geht noch mehr. So. Hä? Oh. Ja. So leicht fällt man runter. Hallo. Schön. So. Na, sehen wir hier vielleicht irgendwelche Kollegen, die sich hier für ganz cool halten. Oh. In der Richtung auf jeden Fall. Das heißt, irgendwo von dem Ende da, von der Enderman-Welt. Minecraft hat ein Ende bekommen. Minecraft ist jetzt durchspielbar. Hey, Mann, oh. Stimmt überhaupt nicht. Ich meine, nach dem Ende erscheint man an seinem Spawnpoint. Okay, mag ja so und sein. Aber, also nach dem Epilog da, nach dem langen Firlefanz da. Aber man hat Minecraft dann doch noch lange nicht durchgespielt. Ich meine, selbst danach kann man noch weiter Sachen bauen. Man kann weiter sein Haus bewirtschaften. Man kann weiter seine Farm, seine Tiere bewirtschaften. Oder auch seine Pflanzen, sich um seine Pflanzen kümmern. Das nimmt ja eigentlich gar kein Ende. Also, ja, da verstehe ich die Aussage nicht. Minecraft hat jetzt ein Ende bekommen. Warum denn? Wieso? Das stimmt doch gar nicht. Man kann doch trotzdem alles machen, was man will. Ich meine, klar, es heißt The End und so, aber ich meine, Leute, das ist auch nur ein Name, oder? Ich verstehe dann die ganze Aufregung nicht. Es ist schließlich nur ein Name und... Mensch. Ey, ist doch völlig egal. Selbst wenn man The End durchspielt, habe ich übrigens auch schon gemacht, also jetzt nicht in dieser Welt hier oder so, im Creative Mode. Ja, ich bin faul.
verstehe ich dann eigentlich gar keinen Unterschied. Ah, geile Musik. Von daher ist es einfach nur unsinnig zu sagen, Minecraft hätte ein Ende. Weil für mich, also ich finde es jedenfalls unsinnig, für mich stimmt das gar nicht, weil man kann nach dem Spawn einfach weiterspielen, dann ist das völlig egal. Oder? Also ich denke jedenfalls so. Für mich macht das da keinen Sinn. Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben, mich ein bisschen wichtig machen. Nein, natürlich nicht. Augenroll. So, irgendwie ist die Musik gerade ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Passt überhaupt nicht zum Erde abbauen. Also sind ja auch gleich fertig. Mich jetzt. Hier war irgendwo noch ein Erdblock. Da. Da ist unser einsames kleines Schaf. Ne, da springe ich nicht rein, da sterbe ich bestimmt. So. Gut, dann gehen wir mal zurück. Alter, wir können noch so viel abbauen hier. Und vor allem müssen wir uns auch mal irgendwann hier wieder in so einen Raum basteln. Und hier oben irgendwas anfangen, irgendwie so anfangen etwas zu setzen, damit wir halt wissen, ne? Ja. So, na. Jetzt lass mich doch mal hier runtergehen, so. Ui, Entschuldigung, oh, haben wir aber einiges geholt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen aufforsten. Beziehungsweise ein bisschen Erde für uns ausschütten. Guck mal, man sieht auf der Karte jetzt da oben schön, wo wir uns Erde geholt haben. Hehe. Ich mir das nochmal. Lege ich das mal hier hin. Damit die kleinen Schäfchen noch bald raus können, nicht? So. Fertig, fertig. Wie sieht es eigentlich damit aus? Haben wir das dicht bauen? Eigentlich schon, ne? Können den sehr ruhig verschütten, dann wird das sowas wie der verlorene See. Finde ich eigentlich interessant. Oh, machen wir dicht. Was? Okay. Mann. Ich habe schon wieder Zombies gehört, obwohl es keinen Sinn ergibt, weil auf der Karte wird mir nichts angezeigt. So. Wie sieht es denn wettertechnisch aus? Zeitentechnisch? Müsste eigentlich gehen. So. Du. Ich höre doch hier einen Zombie. Sag mal, von wo kommt denn der? Kommt der vom Untergrund oder? Ich höre den noch immer lauter irgendwie. Oder kommt der vielleicht aus unserer Höhle? Eigentlich logisch, ne, wenn er von da kommt. Naja. Erde, 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 liebe kleine Erde. Du bist toll, du bist fein, ich hab dich lieb, oh nein. Ah, Mann. Ich weiß nicht, ob das unsere Kuh ist. Wäre natürlich sehr toll, wenn. Wäre nicht toll, wenn, denn dann hätten wir wenigstens eine zweite Kuh.